Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserer Fitness-Challenge für diese Woche. Wir wollen heute ein wenig an unserer Flexibilität üben und gehen dafür in eine Richtung von Body Balance. Wer Body Balance noch nicht kennt, das ist auch in unserem normalen Kursprogramm enthalten. Wir machen eine Mischung aus Yoga, Tai Chi und Pilates. Wobei wir den Pilates-Teil heute ein wenig streichen und nur Yoga und Tai Chi-Übungen machen. Aber keine Panik. Da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Mein Name ist Julia und ich werde dich heute durch die Übung führen. Lass uns mal schauen, was für Übungen auf uns zukommen und versuchen, an deiner Flexibilität zu arbeiten. Wir sind zu zweit und führen die Übungen durch, aber ich denke, das ist kein Problem. Und du zu Hause, du kriegst das auch alles ganz gut hin. Führ die Übung, wie gesagt, einfach so durch, wie es für dich angenehm ist. Und ich werde auch immer so 2, 3 Variationen geben, dass du deine Position heute finden kannst. Stell die Füße hüftschmal oder zusammen hin, mach den Rücken lang, öffne die Arme, atme tief ein und langsam aus. Atme ein, bring die Arme nach oben in die gestreckte Bergpose, Rücken lang, zieh den Bauchnabel ein wenig ein. Sie nach vorne fallen, atme aus in die Vorbeuge, Kopf und Schultern locker, zieh den Bauchnabel zur Wirbelsäule, beug oder streck die Beine so, wie es sich gut anfühlt, roll dich langsam nach oben, bring die Füße nach außen, Rücken lang, beug die Beine, Schambein hoch, Steißbein runter und dann bring die Arme schwingend von rechts nach links. Spüre die Bewegung. Lass dich von deinen Ellenbogen und deinen Fingern führen. Verlagere dein Gewicht so, wie es sich heute für dich gut anfühlt. Und wenn du möchtest, beug die Beine ein wenig mehr. Endlich in der Mitte ein, bring die Arme hoch, atme ein und die Arme runter, atme aus. Beug und streck die Beine dabei und spüre auch hier die Bewegung, die Atmung. Werde groß und dann komm wieder tief nach unten. Lass die Schultern locker, sodass der Hals ganz lang ist. Und komm langsam wieder in die Mitte. Richte dich auf, bring die Knie zu den Händen. Rücken lang, Schultern locker. Und dann schwing wieder von rechts nach links. Schlage deine Wellen. Spüre deine Wellen hoch. Vielleicht spürst du, mit welcher Intention du deine Wellen heute schlägst. Atme einfach tief durch, im Fluss mit deinen Wellen. Genieß ein wenig die Musik, wenn du magst. Dann komm wieder in die Mitte, bring die Hände zu den Knien. Zieh dich wieder hoch und tief. Wenn es sich gut anfühlt, lass bei dieser Runde die Schultern mit nach vorne sinken. Mach einen leichten Buckel. Atme wieder mit. Komm vorsichtig an dein rechtes Mattenende. Hüft schmal oder Füße zusammen. Lass uns Sonnengruß machen. Arme hoch in die gestreckte Bergpose. Und zieh dich in die Länge deiner Wirbelsäule. Lass dich nach vorne fallen in die Vorbeuge. Kopf und Schultern wieder locker. Geh oder spring mit den Füßen nach hinten in den herabschauenden Hund. Schau zu den Knien.
Länge in der Wirbelsäule. Und dann roll dich vorsichtig nach vorne ins Brett. Po fest, Bauch fest. Knie unten oder oben. Und dann komm langsam nach unten in ein Krokodil, Brust auf Ellenbogen. Öffne dich nach oben in die Kobra, Po fest, Schultern tief, öffne dein Herz. Und dann bring die Hüfte wieder nach oben in den herabschauenden Hund, schau nochmal zu den Knien. Zieh die Ellenbogen nach innen und geh oder spring wieder nach vorne in die Vorbeuge. Zieh den Bauchnabel zur Wirbelsäule und lass deinen Kopf richtig hängen. Einatmen in die gestreckte Bergpose. Ausatmen in die Vorbeuge. Einatmen, geh oder spring nach hinten in den herabschauenden Hund. Und dann roll dich vor, atme aus in das Brett. Einatmen, langsam tief ins Krokodil. Ausatmen in die Kobra. Einatmen, bring die Hüfte wieder hoch in den herabschauenden Hund. Ausatmen, komm nach vorne in die Vorbeuge. Lass uns die Übung ein paar Mal machen, in der Reihenfolge, wie es sich heute für dich gut anfühlt. Vielleicht möchtest du in einer Übung, in einer Position länger bleiben als in einer anderen? Dann bleib dort einfach. Spüre den Fluss der Bewegung und stoppe ihn immer dann, wenn es sich für dich heute gut anfühlt. Denk an die Varianten, die du wählen kannst. Und atme tief ein und aus. Und wenn du möchtest, in der gestreckten Bergpose, spann den Po an, bring die Hüfte vor und komm in eine leichte Babyrückbeuge. So, wie es heute für dich gut ist, bleib ein wenig länger, vielleicht auch im herabschauenden Hund. Und geh ein wenig am Platz oder beweg die Schultern. Wenn du möchtest, geh in die Katze, mach einen richtig runden Buckel anstatt der Kobra, falls es sich heute besser anfühlt. Danach mach einfach weiter mit dem herabschauenden Hund und den folgenden Übungen. Tief in deinen Körper atmen. Spüren, wie dir ein wenig wärmer wird, wie du ein wenig mobilisiert wirst. Und einfach die Musik ein wenig genießen. Denk nochmal dran, im herabschauenden Hund die Ellenbogen nach innen zu ziehen, um die Länge deiner Wirbelsäule noch mehr zu spüren. Und dann roll dich vor ins Brett. Wenn du das nächste Mal in der Vorbeuge bist, zieh den Bauchnabel nochmal ein, lass den Kopf und die Schultern locker hängen. Beug oder streck die Beine, so wie es sich heute gut anfühlt. Bleib in der Vorbeuge
Atme durch. Roll dich langsam nach oben in die Bergpose. Öffne dafür die Arme nochmal zur Seite. Öffne dein Herz. Komme langsam mit mir nach unten auf den Boden. Schau nach rechts, bring die Füße nach rechts. Dann greif deine Oberschenkel und roll dich langsam nach hinten ab. Stell die Füße auf den Boden, zieh den Bauchnabel ein wenig ein. Bring das hintere Bein zu dir, dass das Knie ein wenig weiter zur Schulter kommt. Das vordere Bein kannst du strecken oder angewinkelt stehen lassen. Atme ein, zieh das angewinkelte Bein weiter zu dir. Atme aus, halte die Position, aber löse die Spannung. Spüre die Öffnung deiner Hüfte. Spüre die Dehnung. Versuch die Schultern locker am Boden liegen zu lassen. Und wenn es sich gut anfühlt, beug oder streck die Zehenspitzen von deinem angewinkelten Bein. Spüre die Bewegung. Lausche der Musik und tausch vorsichtig die Seite. Auch hier denk an die Optionen mit dem aufgestellten Bein. Und auch hier atme ein, zieh das Bein weiter zu dir. Atme aus, halte die Position, aber löse die Spannung. Spüre, wie dadurch die Bewegung, die Flexibilität ein wenig zunimmt. Und denk an die Option mit dem Fuß. Langsam komm zurück und roll dich über die Seite in den Sitz. Schau zu mir nach vorne, bring beide Beine nach außen. Länge in der Wirbelsäule. Und dann bring die rechte Hand zum rechten Schienbein, zur rechten Wade. Und die linke über Kopf zum rechten Fuß. Wenn du möchtest, kannst du auch die Beine beugen, so wie es sich heute für dich anfühlt. Und dann öffne dein Herz, zieh die Schultern zurück. Öffne deine Brust. Spüre Öffnung deines Rippenbogens und die leichte Dehnung in der Hüfte. Einatmen, mit der Ausatmung tausche die Seite. Auch hier öffne dein Herz, öffne die Brust und denk an die Option mit den Beinen. Spüre in die Öffnung deines Rippenbogens nochmal hinein. Atme durch. Genieße die Bewegung. Atme ein und komm hoch. Atme aus und bring nochmal Länge in deine Wirbelsäule. Dann lehn dich so gut du kannst nach vorne zu mir. Du kannst auf die Unterarme kommen oder Arme lang nach vorne strecken. Egal wo du bist, lass den Rücken lang. Spüre die Dehnung der Beinaußenseite. Und wenn du musst, beug deine Beine wieder. So wie es heute für dich angenehm ist. Und dann komm langsam wieder nach oben. Bring den rechten Fuß nach unten, den linken nach
nach oben in den Schneidersitz oder auf den Oberschenkel. Länge in der Wirbelsäule und die Unterarme auf deine Knie. Und auch hier lehn dich nach vorne. Lass deine Sitzbeinhöcker am Boden und spüre die Öffnung der Hüfte. Wenn du möchtest, streck auch hier deine Arme lang nach vorne, um noch ein wenig mehr die Öffnung der Hüfte zu genießen. Atme ein, roll dich hoch, tausch die Beine, rechten Fuß auf die Wade oder auf den Oberschenkel. Bring die Hände auf die Knie, Länge in der Wirbelsäule und lehn dich vor. Denk an die Option, die Arme zu strecken, aber lass die Sitzbeinhöcker am Boden. Genieß es, das Gefühl in deiner Hüfte. Roll dich langsam nach oben hoch. Löse die Position, schau wieder nach rechts. Das hintere Bein nach vorne. Versuch einen rechten Winkel. Nimm Knie und zieh die Fußspitze an. Dein hinteres Bein kannst du gebeugt lassen oder du versuchst es zu strecken. Und dann bring die Hüfte parallel nach vorne, dass sie mittig ist. Öffne dein Herz. Bring Länge in deine Wirbelsäule. Und genieße auch hier das Gefühl der Hüftöffnung. Spüre Dehnung. Und wenn es sich gut anfühlt, schaukel ein wenig dein Becken von rechts nach links. Vielleicht möchtest du auch auf die Unterarme kommen oder deine Arme lang hinstrecken. Und egal, wo du bist, schaukel dein Becken weiter. Spüre die Bewegung. Atme durch. Wenn du ein wenig mehr magst, komm wieder hoch. Beug dein ausgestrecktes Bein und greif den Fuß. Komm in die Meerjungfrau. Und auch hier gibt es ein paar Optionen für dich. Du kannst hier bleiben oder den Fuß in die Ellenbeuge nehmen oder in die Meerjungfrau kommen. Wenn auch ich das schaffe als Schwangere, dann schaffst du das zu Hause auch. Genieß einfach die Position da, wo es sich heute für dich gut anfühlt. Bring die Hüfte nochmal runter und dann tausche vorsichtig die Seite. Auch hier. Bring den Fuß von hinten nach vorne, zieh die Fußspitze an, 90-90 gebeugt, das andere Bein angewinkelt oder gestreckt. Und jetzt denk an die Option, die du eben auf der anderen Seite auch hattest. Bleib hier oben, öffne dein Herz oder komm nach unten auf die Unterarme. Egal wo du bist. Schaukel dein Becken und genieß die Schwanenpose. Spüre Bewegungen. Und vielleicht kannst du auch einen Unterschied zwischen rechts und links feststellen. Und auch hier, wenn du möchtest, bring die Dehnung des vorderen Oberschenkels mit dazu. Greif deinen Fuß. Spüre mal in die Dehnung vorne mit hinein. Denk an die Option, Fuß greifen in die Ellenbeuge oder in die Meerjungfrau. Auch hier so, wie es sich heute gut anfühlt.
vorsichtig lösen. Bring beide Füße nach hinten und komm in den Vierfüßler. Mach dich rund wie eine Katze mit dem Katzenbuckel. Vorsichtig ausatmen, lass dich hängen in die Kuh. Bring die Knie weit nach außen, die großen Zehen zusammen und komm nach hinten in die Kindspose, auf die Unterarme oder, wenn du möchtest, streck die Arme aus und egal wo du bist, zieh den Bauchnabel ein, um deinen unteren Rücken zu schützen. Atme ein und bring dein Gesäß näher Richtung Fersen. Vielleicht möchtest du ein wenig hin und her schaukeln. Und egal, wo du dich gerade befindest, genieße die Öffnung deiner Hüfte und die leichte Dehnung der Oberschenkelinnenseite. Atme tief durch und spüre, was in deinem Körper heute so passiert. Komm langsam auf die Unterarme zurück, bring die Fußspitzen nach außen, Sprunggelenke und Knie in eine Linie. Auch hier zieh den Bauchnabel ein. Willkommen in der Froschpose. Mit jeder Ausatmung versuche, dein Gesäß weiter Richtung Fersen zu ziehen. Genieße die Öffnung der Hüfte. Und vielleicht magst du auch hier ein wenig dich hin und her bewegen, hin und her schaukeln. Spüre deine Atmung und spüre deine Bewegungen im Körper, die Dehnung. Bring die großen Zehen nochmal zusammen, komm nochmal zurück in die Kindspose. Denke an die Optionen, die du vorhin hattest und wähle die, die sich heute für dich gut anfühlt. Wenn du kannst, lass deine Brust Richtung Boden sinken oder komm wieder zurück auf die Unterarme. Aber heute geht es um die Öffnung deiner Hüfte. Spür mal außen die Beine ein wenig. Genieß das Gefühl. Komm langsam auf die Hände, bring die Knie zusammen und bring das Bein von vorne, von hinten nach vorne durch. Setz dich hin, greif die Oberschenkel und roll dich langsam nach hinten ab. Stell die Füße auf dem Boden auf, zieh den Bauchnabel ein. Länge in der Wirbelsäule. Bring die Füße hoch und lass sie nach außen fallen. Du kannst deine Oberschenkel von unten greifen, um sie zu unterstützen und ein wenig zu halten oder von oben greifen, um sie ein wenig weiter nach außen fallen zu lassen. Egal wo du bist, lass die Schultern locker und spüre die Dehnung der Oberschenkelinnenseite. Wenn du möchtest, dann greife deine großen Zehen. Du kannst natürlich auch deine Waden greifen, da, wo du heute am besten rankommst.
Beug langsam die Knie und komm in die Happy Baby Pose. Greif deine Oberschenkel oder deine Schienbeine oder deine Füße. Und egal, wo du dich befindest, bring dein Steißbein Richtung Boden. Bring die Knie rechts und links von deinem Oberkörper. Und wenn du möchtest, schaukel ein wenig von rechts nach links. Pendel dich vorsichtig wieder in der Mitte ein. Roll dich auf die Seite und komm nach oben in den Sitz. Setz dich so hin, wie es heute für dich angenehm ist. Atme durch und spür nochmal die Öffnung der Hüfte nach. Hast vielleicht gemerkt, wir haben heute ganz viel mit der Öffnung der Hüfte gemacht. Danke, dass du in der ersten Woche dabei gewesen bist. Flexibilität, Nummer 1 heute. Und dann wollen wir mal versuchen, dass unsere Hüfte ein wenig lockerer wird. Ich wünsche dir viel Spaß und freue mich, wenn du beim nächsten Mal dabei bist. Tschüss.